dümmer, als die Polizei erlaubt. Was als Prahlerei beginnt, endet für diese Drogendealer mit einer heftigen Gefängnisstrafe. Die Rauschgifthändler filmen sich selbst, mit bündelweise Geld, einer fetten Uhr und beim Verpacken von Drogen. Die Männer scherzen, doch das Lachen ist ihnen inzwischen vergangen. Denn bei einer Razzia werden sie festgenommen. Die Polizei findet auf den Handys der Dealer die belastenden Aufnahmen. Die Videos mit den illegalen Aktivitäten werden ihnen so vor Gericht zum Verhängnis. Das Urteil für die Männer: insgesamt 25 Jahre Knast.